Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zum nächsten Getränketest. Ich habe noch eine Halloween Edition für euch. Und zwar von Dr. Pepper, die Vanilla Float, aber die heißt hier anders. Die heißt hier Freaky Vanilla. Das ist die Halloween Edition 2024. Also bleibt dran. Jo. Also anscheinend in Mode gekommen. Eine Halloween-Edition rauszubringen, eine Weihnachts-Edition rauszubringen. Ich muss sagen, ich halte es mit diesen Sondereditionen so, da ich nicht immer alle mitkriege, welche, alle, die mir über den Weg laufen und die ich zufällig finde. Jetzt habe ich im Fernsehen gesehen, es gibt von Müllermilch Halloween-Edition und zwar 7 Stück. Wenn ich sie finde, wenn sie mir per Zufall beim Einkaufen, dann werde ich sie alle kaufen und werde sie auch alle testen. Ist überhaupt kein Thema, mache ich sehr gerne. Aber ich werde jetzt nicht gezielt danach suchen, weil, ja, weiß nicht. Es gibt ja auch von hier Fanta diese Halloween Edition quasi mit Beetlejuice. Und da habe ich, glaube ich, auch nicht alle getestet. Also ich glaube, ich habe 2 Stück getestet bisher. Es gibt aber 4 oder 5 Stück. Also die mit dem Beetlejuice drauf, die habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Na gut. Jedenfalls geht es hier um Dr. Pepper. Und Dr. Pepper ist eins meiner Lieblingsgetränke. Das muss ich wirklich sagen. Dr. Pepper mag ich wirklich sehr gerne, trinke ich gerne. Ich mag auch den Energy Drink von Dr. Pepper. Der ist mega. Ja. So, und hier geht's um Freaky Vanilla. Es sieht natürlich aus, Vanilla muss natürlich klischeehaft die Mumie sein. Ich bin die Vanilla-Mumie. Naja, Pfand ist vanillamäßig am Start. Und ja, und das Teil hat Kalorien, die ganze Dose hat 104 Kalorien, die ganze Dose. Also es ist schon ein ordentlicher Klopper. Es ist schon ein ordentlicher Klopper. Dazu muss man aber sagen, auf 100 Milliliter hat die 31 Kilokalorien. Und 7,8 Gramm Zucker. Das heißt, auf die ganze Dose sind 25 Gramm Zucker verteilt. Naja. Eiweiß ist keins drin, Salz ist klar ein bisschen drin, Fett ist auch keins drin, gesättigte Fettsäure natürlich auch nicht. Ist klar, Kohlenhydrate ist gleichbedeutend mit dem Zucker, würde ich sagen. Tja, das Design ist extravagant. Ich denke mal, dass es die ganz normale Dr. Pepper Vanilla Float ist. Also die Vanilla Float habe ich schon getestet, nur dass sie halt ein bisschen umgenannt worden ist. Das für so diverse Aktionen macht man das halt mal. Es klingt ordentlich nach Dose. Das sind diese etwas dickeren Dosen. Und die, also es gibt ja Dosen, die relativ flach sind. Vielleicht kann ich das ja mal verdeutlichen anhand, wo sind die? Hier, Beetlejuice, wo ist sie denn? Hier, es gibt dünne Dosen. Wie viel ist in der dünnen Dose drin? 0,33 ist da drin und hier ist auch 0,33 drin. Also hier und hier ist dasselbe drin. Hier, da ist dasselbe an Getränk drin. Nur, dass das größer scheint. Ist aber nicht so. Ja. Ah, und es riecht. Das riecht, wie ich es gewohnt bin, wie Dr. Pepper. Gut, Vanille rieche ich jetzt eigentlich nur am Rande raus. Das Gute an dem Vanilla Float ist, du hast eine Zeit lang Vanillearten. Das finde ich mega. Ja, schenken wir ein. Es sieht aus wie eine ganz stinknormale Cola. Oder in dem Fall eine Dr. Peppi. Das hat ordentlich hier Bums am Start. Dingsbums. Na, wie heißen die denn? Heute bin ich auch wieder ein bisschen Alzi-Patient, oder? Ja, irgendwie schon. Bubbles. Da habe ich geprägt den Begriff und vergessen dann dauernd. Bubbles. Hat's am Start. Es riecht sehr gut. Und ich muss sagen,
Das Design ist sehr, sehr gelungen, auch wenn es ein bisschen klischee-mäßig daher rüberkommt, dass, weil Vanille ja sowas Geldmäßiges ist, dass man da natürlich eine Mumie draus machen muss. Naja, ich würde sagen, hier das Auge finde ich geil. 5 Sterne vom Design her. So, Prost. Oh, ja, es ist Qualität, so wie man es von Dr. Peppi gewohnt ist. Es hat diesen typischen, hallo, diesen typischen Dr. Pepper Geschmack, den jedes Dr. Pepper Getränk inne hat. Ich glaube, ich habe noch eins mit Kirsche, muss ich gucken. Aber wann immer ich neue Dr. Peppers finde oder die Hoffnung habe, dass es was Neues gibt, werde ich es testen, weil Dr. Pepper liegt mir wirklich am Herzen. Ich kriege dafür kein Geld. Es ist demnach keine Werbung. Nein, 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 das ist keine Werbung. Sonst würde ich die Werbung schreiben. Dr. Pepper, Leute, wenn ihr das seht und wenn ihr Bock habt, mir Sachen zu schicken zum Testen, neue Sachen zum Testen, wie sie ankommen, ob sie mir schmecken, es ist ja nur meine Meinung, dann schreibe ich auch Werbung rein. Oder wenn ihr ein bisschen Chingeling geben wollt, dann schreibe ich mir auch Werbung rein. Aber ansonsten, wenn ich mir das Zeug selber kaufe, habe ich das Recht zu sagen, es schmeckt gut oder es schmeckt zum Kotzen. Ja? Bei Dr. Pepper muss man sagen, ist es in Wirklichkeit so Hit und Miss. Es gibt gute Sachen, aber es gibt auch halbwegs gute Sachen. Aber bisher hat mich noch kein Dr. Pepper richtig enttäuscht. Ja, ich würde sagen, vom Geschmack her ganz eindeutig, wie man es von Dr. Pepper kennt, Vanilla Float. 5 Sterne vom Geschmack. Es ist zuverlässig. Es geht gut rein. Es geht gut durch. Hoppala, man kann gut rülpsen davon. Und das ist ja auch wichtig für mich. Ja, jetzt würde ich sagen, wie seht ihr das? Seht ihr das kritisch, dass es zu manchen Gelegenheiten Sondereditionen gibt, die aber in Wirklichkeit nur alte Weine in neuen Schläuchen sind, quasi. Also die Verpackung sich ändert, das Design sich ändert, aber der Inhalt gleich ist. Findet ihr das gut? Ich finde sogar, es ist ein cleverer Schachzug. Ja, also wenn sie jetzt zu Weihnachten eine Weihnachtsedition rausbringen mit, was weiß ich, Vanilla Weihnachtsgeist oder so, dann da wäre das für mich auch in Ordnung. Würde ich natürlich auch testen. Ja, also, ich würde sagen, lasst ein kleines Like da, lasst einen Kommentar da, schaut meine Playlisten hoch und runter, Dr. Pepper, da sind einige drin und Getränketests so, da sind ohne Ende Getränke drin, die ihr nicht kennt. Und dann würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels. Tschüss!